Bioshock Infinite. Servus liebe Leute, ihr kennt die Angezockt-Kategorie bei mir auf dem Kanal bestimmt schon mittlerweile. Ich spiele so ein Spielchen mal ein, zwei Stündchen an, schau wie es läuft, schau ob es mir gefällt, schau ob es euch gefällt. Und dann werde ich entscheiden, geht's weiter oder geht's nicht weiter. So, und ich lasse jetzt euch mal die ersten 10 Minuten alleine mit einem mehr oder weniger fantastischen Intro. Ich habe es ein bisschen zusammenkomprimiert, damit es nicht zu lange dauert und auch in meine Angezockt-Kategorie besser reinpasst. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der Wolkenstadt Columbia. Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Ich übe. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Viel Glück damit, Kumpel. Ist jemand da? Hallo? Scheiße. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstehen! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß.
Halleluja. Der Spross des Propheten. Jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Nur zu, Bruder. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Halleluja! Komm, lass uns den Betrüger aus dir austreiben. Gepriesen sei der Prophet. Lobet den Herrn. Komm, lass uns das Sodom von deiner Seele waschen. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Große Kolumbus! Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Und da sind wir endlich in Columbia, der Wolkenstadt. Unser Name ist Booker DeWitt. Wir sind Privatdetektiv auf der Suche nach einer gewissen Dame namens Elizabeth. Ich hoffe, der kleine Zusammenschnitt zum Intro hat euch gefallen. Die nächsten paar Minütchen sind immer noch nachkommentiert, aber spätestens dann, wenn es zum ersten Mal richtig Action gibt, wird wieder live kommentiert. Ich lasse euch noch mal ein bisschen alleine mit diesen fantastischen Eindrücken hier in Columbia, was man hier noch mal aus der schon etwas betagten Unreal Engine rausgequetscht hat, ist einfach nur fantastisch.
genauso geplant war. Diese Statue. Eine Abschrift der letzten Rede des Propheten an euch, das Volk von Columbia. Ich sag dir, Salton Stall ist der Richtige. Columbia scheint sowas wie so eine Sektenhauptstadt für Tiefgläubige. Ich weiß nicht, ob der Katholiken kann man nicht mehr sagen. Es bezieht sich jedenfalls noch alles auf Gott. Vox Populi hier, Vox Populi da. Die Vox Populi scheinen so der Erzfeind zu sein. Der freie Bürger der USA. Es ist generell hier sehr an die Gründungsgeschichte und auch an den Sezessionskrieg der USA angelehnt. Alles untermalt mit so einem gewissen Steampunk-Charme, wie hier dieses mechanische Pferd. Und da ist auch schon die Parade zum 6. Juli. Man hat hier so eine neue. Ja, danke. Man hat hier so eine neue. Wie soll man sagen? Gott, Vater, Maria und Jesuskind. Legende in diesem Spiel hier drin. Und zwar der große Stadtgründer Vater Comstock. Der wohl zusammen mit der Lady Comstock ein Kind gezeugt hat. Das hier mehr oder weniger als das Lamm und als Heilsbringer hier Schwert, aber recht schwach bei gefeiert und Rolle, wird. Wenn er mich fragt. Und da wird man natürlich Angst haben vor dem falschen Hirten. Wer ist dieses Mädchen? Der das Lamm auf Abwege bringt. Aber was das Ganze insbesondere mit uns zu tun haben soll, das wissen wir auch noch nicht so genau. Inszeniert ist es jedenfalls, wie ich es noch in keinem Spiel erlebt habe. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was 1912 die Beach Boys zu suchen haben. In dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Es liegt hier auch allerhand Blödsinn herum. Insbesondere spielt Geld hier wohl eine wichtige Rolle. Und hier ist schon die Statue. Hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Ein Telegramm. Telegramm für Sie, Sir. Merkwürdig. Der Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Tess. Was zum... Und hier befinden wir uns schon auf dem Jahrmarkt des 6. Juli. Junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft. Und hier erfahren wir auch zum ersten Mal etwas über sogenannte Wiggers oder Kräfte. Und die können wir hier an diesen Ständen ausprobieren. Das ist natürlich hier so eine Art Tutorial. Da
damit können wir Leute anheben. Hier müssen wir den Teufel suchen. Yay! Was uns auch überall begegnet, sind sogenannte Voxaphone. Sagen Sie etwas, Freund! Was ist ein Voxaphon? Ha! Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Und die treiben natürlich auch nichts, die. Nur eine Demonstration, Sir. Die Story voran, diese Voxaphone. Wir dürfen uns auch mit der Schrotflinte anfreunden. Insgesamt ist es hier so faszinierend, das ist auch sehr verstörend vom Setting. Man stelle sich eine Gesellschaft vor, mit der man so krass die Feindbilder auch bedient. Dazu trägt auch unter anderem die sehr, sehr patriotische Musik bei. Das zeigt sich auch hier an der zweiten Schießbude, wo uns der Karabiner vorgestellt wird. Von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Und hier in diesem Stand holen wir uns dann schon die erste... Geben Sie her. Mit einem Flüssig die erste Kraft ab. Nämlich die Beherrschung. Zu. So, und mit Hilfe dieser Kraft überlisten wir den Automaten, dass er uns doch reinlässt, obwohl wir kein Ticket haben. Und wir werden hier direkt von zwei merkwürdigen Gestalten begrüßt. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Und wir nähern uns dem Festgelände, wo gerade eben begonnen wurde, die... keine Ahnung, welche Hymne zu singen. Man wird
Das Lied ist mir nicht das Lied ist mir irgendwie nicht ganz unbekannt. Ich kann es allerdings gerade nicht ganz zuordnen, wo ich das erkennen könnte. Die große Statue, die über uns wacht. Hier wird gesungen. Hier scheint dann auch die große Verlosung stattzufinden. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. So, und an dieser Stelle werde ich jetzt gleich wieder live ins Spiel einsteigen. So, und damit sind wir jetzt live im Spiel. Ich hoffe, das Intro und so weiter hat euch gefallen. Und jetzt reden wir hier erstmal mit der Frau, die uns angesprochen hat. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Tom. Wie passend. Ist das nicht das? Man hat uns ja davor gewarnt. In ganz Kolumbien? Also dann, die Gewinnzahl ist... Tja, was sagt man dazu? Tja, so ein Zufall. Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! Bitte, bitte, bitte! Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein! Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Also man scheint hier nicht nur gottesfürchtig zu sein, sondern auch ordentlich rassistisch zu sein. Also das muss natürlich nicht gefallen, Herr Ansager. Du kriegst sie. Da ist er! Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben mit unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Haltet ihn! Haltet ihn! Bam! Los jetzt! So, und wir wurden als... als falscher Hirte hier identifiziert. An. Wow. Wir kommen hier schon mächtig auf die Fresse. Zum Glück können wir hier die Leichen so ein bisschen ausräubern. Falls ihr euch wundert, warum ich hier gar so auf die Fresse kriege. Ich spiele hier nicht. Ich spiele hier nicht gerade auf einfach, sondern auf schwer habe ich gestellt, wie sich das für so einen ordentlichen Shooter auch gehört. Und habe ich mittlerweile auch den ein oder anderen Artikel dazu gelesen, der durchaus einem empfiehlt, auf schwer zu spielen. Einfach weil man ein bisschen vorsichtiger durch die Welt geht. Und es dann auch durchaus Sinn macht. Der hat eine Knarre, ich habe es gesehen. Au, 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 au. Bam. Wo war der andere Knilch? Da. Was ist das denn jetzt? Spiel konnte nicht gespeichert werden. Spiel konnte nicht gespeichert werden. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Werde ich mir gleich mal ansehen müssen. Huah. So. Hier haben wir wieder so einen Audiolog bekommen, den werden wir uns jetzt gleich mal anhören. Von Jeremiah Fink. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja.
Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Tja, der Sklavenhändler. Beherrschungshilfe können wir uns hier kaufen. Also quasi ein Zusatz für unsere bisherigen Vigor. Verleiht ihnen die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord gehen, wenn der Effekt abklingt. Nicht schlechter Specht. Annehmen. Zurück. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Wunderbar. Kommt direkt ein Tutorial mit, wie das Ganze anzuwenden ist. Und hier, die Polizisten fliegen hier über diese Skyline. Kommen in unsere Richtung. Da vorne ist ein böses automatisches Maschinengewehr. Und da werden wir jetzt hier direkt mal unsere Beherrschung anwenden. Und der hilft uns hier, die Dinger platt zu machen. Ich habe allerdings so die Befürchtung, der Effekt hält nicht allzu lange. Und was dann passiert, könnt ihr euch ja sicher denken. Zack, da ist es schon wieder weg. Da ist der Dreckskerl. Was willst denn du von mir jetzt? Bam. Wir können übrigens auch über Kümmer und Korn schießen. Sollte einem das näher liegen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass die Feuerwerk... Hui! Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass das hier vom Zielen her einen großen Unterschied macht. Ich weiß nicht genau, was ich mit diesem Drecksding hier machen soll. Ich werde es hier einfach nochmal einnehmen und mich hier dann möglichst schnell aus dem Staub machen, bevor er mich anvisiert. Munition nehmen wir. Au, hau mich nicht. Saftzack. Ich muss jetzt hier weg, bevor die Maschine hier wieder sich aktiviert. Okay. Also es wird hier unter... Scheiße. Irgendwas schießt hier auf mich. Na, wo seid ihr? Bin ich blind? Wie gut sie auch noch treffen, ja? Oh shit, da hinten ist nochmal so ein MG. Scheiße, ich muss hier weg. Bam. So, wir sind jetzt doch schon ordentlich angenockt. Mal schauen, ob wir hier nicht noch irgendwo ein bisschen Leben finden. Aber nicht. Aber das kommt natürlich davon, wenn man hier auf schwer spielt. Bist du dir da sicher? Davon ist das automatische MG. Das werden wir uns jetzt gleich mal schnappen müssen. Vor allem brauche ich hier ein bisschen Gesundheit. Die Dinge bringen hier nicht unendlich viel, die hier so dabei haben. Scheiße. Hier ist ein Automat, in dem es immer wieder so allerhand nützliche Sachen gibt. Und ich glaube, ich kaufe mir hier gleich mein Gesundheitskit. Tschuck. So, jetzt schauen wir, dass wir hier noch das Gerümpel mitnehmen. Sollte hier noch was drin liegen. Da ist Munition. Munition habe ich genug. Und dann werden wir uns hier mal verduften. Brauche ich nichts mehr. Scheiße, das Ding schießt schon wieder. Aua. Komm schon. So. Immer schön in die Fässer gucken. Und nur nichts hier vergammeln lassen.
Ich bin ja mal gespannt, wie das hier mit der Story noch so weitergeht. Ein bisschen habe ich natürlich schon gespielt jetzt. Die nächsten paar Szenen kenne ich dann auch schon. Aber danach hört es auch schon auf und dann weiß ich auch, wie die Story hier weitergeht, nicht so wirklich. Wir müssen auf jeden Fall die Elizabeth finden. Wir sind hier ja als Privatdetektiv oder sowas in der Art sind wir hier unterwegs. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Jetzt wird's heiß. Ach du Scheiße, was bist du denn für einer? Boah, habe ich dich getroffen? Ich hoffe, der bringt sich jetzt selbst um, so wie uns das versprochen wurde. Guck mir das gerade hier mal an. Boah, aua. Ich fürchte nicht. Scheiße. Der wirft hier mit so komischen Feuergranaten. Oh, weg mit uns. Bam! Oh, nimm dem Feuermann die Kraft ab. Deine Kraft. Teufelskuss. Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Ja, runter damit. Devil's Kiss. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Wunderschön. Das war keine Kostprobe. Nee. So, dann schau mal, was hier noch so rumliegt. Salze sind wir voll. Dieses Salz, dieses Blaue da, das ist sowas wie die Mana, das Mana, die Zauberkraft. Oh shit, oh. Moment, ich kann hier meine Machtkraft wechseln hier. So, dann kämpft doch mal für mich bitte. Feuerwerk! Die Gegner treffen gar nicht schlecht. Muss man sich schon in Acht nehmen. Auch mit diesen kleinen Knarren hier im Moment. Okay, Leiche durchsuchen. Das Ding ist kaputt. Hui! Das ist vor allem sehr, sehr faszinierend. Was man hier aus der Unreal Engine noch rausbekommen hat, kann ich gar nicht oft genug sagen. Nimm Salze. Dankeschön. The Blue Ribbon. Der blaue Anstecker, oder was? Oder eigentlich das blaue Band, aber das blaue Band kenne ich als was anderes. Mit dem blauen Band wurden doch eigentlich immer die schnellsten Schiffe ausgezeichnet, glaube ich, oder? Waren das Schiffe oder Autos? Jedenfalls der mal am... Die Höchstgeschwindigkeit hatten. Die hatten doch immer das blaue Band in jeglichen Bereichen. So, wir betreten einen neuen Bereich. Und den sehen wir dann auch erst in der nächsten Folge. Die hier wird jetzt etwas länger, vor allem wegen dem Intro. Und nicht vergessen, dass hier ist ein Angezockt. Das heißt, eure Bewertungen, eure Kommentare geben darüber Ausschlag, ob wir dieses Spiel weiterspielen oder ob ich da nach 2 Stunden sage, nö, ohne euch, jetzt mache ich das allein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, euer Alpensack. Bye, bye.